Ja, meine Lieben, es ist wieder soweit. Die Songwriter Challenge geht weiter. Nämlich habe ich heute Tag 2 dran. Yay! Ich freue mich mega. Ich soll ja jeden Tag einen Song schreiben. Also es muss kein ganzer Song sein, aber es sollte eine Strophe sein oder es kann auch ein Refrain sein oder es kann auch nur was Instrumentales sein. Instrumentales. Naja, ihr wisst, was ich meine. Es soll auf jeden Fall Musik sein. Es soll länger sein als nur ein paar Sekunden. Und wenn möglich, dann auch mit Text. Muss aber kein Text dabei sein. Also wenn man einmal so total unkreativ ist, das fällt dann wirklich überhaupt nichts ein. Dann, ja, dann macht man halt keinen Text dazu. Ist auch in Ordnung. Und ich dachte mir, das wäre eine coole Challenge, da mal mit dabei zu sein, denn ich habe das davor noch nie gemacht. Ja, und ich bin gespannt oder war gespannt, wie es mir damit geht. Heute, wie gesagt, Tag 2. Ich habe 2 Themen im Kopf gehabt, die so konträr zueinander sind, dass sie eigentlich gar nicht zusammenpassen. Aber irgendwie ist mir bei dem einen Thema nicht so viel eingefallen, bei dem anderen ein bisschen mehr, aber auch nicht wirklich so viel. Und dann habe ich die beiden Themen einfach zusammengepackt. Mir dann gedacht, vielleicht passt es ja, vielleicht auch nicht. Aber ich lasse es jetzt einmal so. Mal schauen, wie ihr darauf reagiert. Wie findet ihr den Text bzw. die Melodie? Ich würde sagen, los geht's. Every time I'm in, you took me duty free. I'm not your party. Whenever I took time, I wasted on you. I felt like your devotee. You can never hide on you, but trying to, you will see. Wie gefällt euch mein Song? Was sagt ihr dazu, zu dem zweiten Song von der Songwriter Challenge? Ich finde es ganz cool, mir macht es Spaß und ich muss sagen, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mich nicht darauf konzentriere, dass ein Song perfekt werden muss, sondern dass ich auch Melodien und Texte zulasse, die ich normalerweise verwerfen würde, weil sie nicht gut genug sind oder weil ich mir denke, ach, das kann ich noch viel besser. Und ja, das ist der Perfektionismus. Ich glaube, den kennen wir alle. Der gute alte Freund. In diesem Fall kann ich das mal getrost beiseite lassen und hau einfach das raus, was mir tatsächlich jetzt einfällt. Außer natürlich, es ist ein totaler Schwachsinn, dann lasse ich es natürlich. Ja, wie immer, schreibt mir in die Kommentare hinein, wie es euch gefallen hat, wie es euch gefällt, wie findet ihr die Melodie, wie findet ihr den Text? Und nicht vergessen, auf den Abo-Button zu klicken. Das kostet euch nichts, wie ihr wisst. Und auch die Glocke nicht vergessen, damit ihr keine Folge verpasst, die ich hochlade. In diesem Sinne freue ich mich auf Tag 3. Da bin ich schon gespannt, was ihr zu meinem dritten Tag sagen werdet. Bis zum nächsten Mal.